Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer JB und willkommen zu einem neuen Video zu Road to Commander. Wir befinden uns hier im MW2 Menü, jetzt ist Level 6 und ja, es kamen die ersten zwei Folgen schon gut an bei euch. Und ich bin jetzt Level 6 und ich habe mir gedacht, okay, ist noch ziemlich früh, um da irgendwie jetzt was zu erspielen, aber ich habe mir etwas ausgedacht und zwar brauche ich eure Challenges für Road to Commander. Ja, ihr kennt es ja von den ganzen anderen Leuten, die Road to Commander machen. Also ich habe mir jetzt nicht jeden Deutschen hier angeschaut oder jeden amerikanischen Commentator, was auch immer. Auf jeden Fall, ich habe Tipsy mal geschaut, dann glaube ich Kieler Junge, ich glaube Rambo hat auch mal gemacht oder so. Auf jeden Fall haben die halt immer so gemacht, die haben halt MW2 gestartet, Live-Commentary, mal allein, mal ein paar Leute dazu, dies und das, ja. Das könnte ich jetzt auch machen, also werde ich ja sowieso machen, ich werde eh jedes Game aufnehmen mit Abonnenten, mit Clan-Mitgliedern, mal zocke ich auch alleine, wenn ich keine Lust habe. Aber ich habe mir gedacht, okay, nur Live-Commentaries kann ja jeder, also baue ich da etwas mit ein und zwar Challenges. Und ja, jetzt seid ihr dran. Ihr seht, ich bin zwar noch Level 6, ja, meine Abschlussserien kann ich noch nicht auswählen, ich brauche erstmal Level 10, aktuell habe ich nur 3, 4, 5. Und bis ich dann muss ich erstmal Harrier, Chopper, Nuke freischalten und so. Und auf jeden Fall, das dauert halt noch ein wenig bis Level 20, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, ich werde mich heute Abend erstmal ansetzen, dass ich da ein paar Parts erspiele. Auf jeden Fall brauche ich eure Challenges und es sieht wie folgt aus. Also ihr könnt mir entweder mit dem Klassengenerator eine Klasse erstellen und die dann in die Kommentare schreiben. Also den kann ich euch mal in die Beschreibung packen, den Link dazu, da könnt ihr dann das Level auswählen, zum Beispiel Level 6 und dann wird halt vorgegeben, was für eine Waffe, aber das bringt ja halt noch nichts. Das lohnt sich halt erst, wenn ich, sag ich mal, so Level 20 bin, dann habe ich schon ein paar Waffen zur Auswahl, weil aktuell habe ich hier auch nur die Standardwaffen. Ihr seht es ja hier. Und, was hatte ich da jetzt, Farmers? Auf jeden Fall, genau, könnt ihr ja, sobald ich Level 20 bin, und ihr könnt es ja jetzt schon mal schreiben, ein paar Challenges reinschreiben. Zum Beispiel eine S&D Nuke mit deinen Abonnenten, eine Triple Nuke mit deinen Clan-Mitgliedern, ein Knife-Only Free-For-All oder TDM oder Herrschafts-Gameplay oder eine Knife-Only Nuke oder eine Nuke mit einem Schild oder ja, Nuke-Tuber-Nuke, keine Ahnung, oder irgend sowas halt. Da lasse ich euch freien Lauf, könnt ihr ja irgendwas aussuchen, ihr könnt euch was einfallen lassen, irgendwelche verrückten Sachen, die, ja, fast keine macht oder so, keine Ahnung, oder kriechend auf dem Boden rumlaufen und dann TDM gewinnen oder so, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, es gibt verrückte Sachen, ich bin für alles offen, aber mein Arsch bleibt zu. Oh Gott, ich denke schon, dafür wäre es egal. Auf jeden Fall, jetzt seid ihr dran, ihr könnt ja entweder eine Klasse posten. Ihr könnt ja schon mal irgendwie Level 20 einstellen oder so, dann kann ich das ja schon mal im Vorhinein sehen, so, okay, die Klasse gefällt mir ganz gut, die probiere ich mal aus. Ihr könnt ja zum Beispiel eine Klasse posten und dann noch eine Challenge dazu, zum Beispiel Spiel mit der Klasse Free for All 30-0. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr seid dran. Ich hoffe, ihr schreibt viele Kommentare, denn ich möchte bis Level 70 verschiedene Challenges machen. Ob ich jetzt jede schaffe, weiß ich nicht. Ich versuche es einfach mal. Wenn bestimmt noch welche dabei sein, die ich nicht schaffen werde. Am Anfang suche ich mir ein paar leichter aus, aber am Ende dann, wenn ich dann ein paar Waffen erspielt habe, ja, komme ich dann mal zu den schwierigen Aufgaben, weil immer nur leichte Sachen ist langweilig, gefällt mir nicht, muss nicht sein. Ich will euch aber etwas präsentieren, deswegen baue ich da etwas anders ein, bei Road to Commander wie die anderen, ein paar Challenges und so. Auf jeden Fall, ich hoffe, die Idee gefällt euch ganz gut und ich würde sagen, haut in die Tasten. Ich bin raus, servus.